Caglung Tulku Ngawang Kelek. Gellek, du lebst jetzt seit 17 Jahren in Berlin. Wie bist du nach Berlin gekommen? Ich bin über Indien, Sandra kennenlernen. Wir sind verheiratet und danach sie hat schwanger geworden. Und dann sie hat vor mir gegangen. Ich bin später, wir sind Visa erwartet und ich bin später gekommen in Berlin. War es schwierig anfangs als Tibeter unter Deutschen, die doch so ganz anders leben? Ja, ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen Englisch kennst, Deutsch sprechen kann ich. Und ein bisschen nur Sandra unterhalten, ja. Und ein bisschen schwierig, aber es ist okay. Ich bin schnell viele Menschen kennenlernen und da ein bisschen arbeitet und so schnell, ja, geht. Und wie hast du dein Geld verdient? Ich habe manchmal ist so, was nicht, man Freunde helfen, malen, Haus malen. Oder manchmal, ich bin Bildmeister gegangen, ein bisschen Spende, so. Und du hast auch Konzerte gegeben? Ja, ich habe dann mit meiner Frau zusammen über alle Konzerte gemacht. Und dann Film Jenseits von Tibet. Film Jenseits von Tibet. Ja, das ist so gemacht. Und ich habe Merle und zusammen Konzerte gemacht. Ja, sowas. Künstlerleben. Yes. Und seit 8 Jahren bist du fest angestellt? Ja, ich bin da so ungefähr 8 Jahre so arbeitet. Und macht Spaß? Das ist okay. Ein bisschen hart, aber macht Spaß. Ich mag so Arbeit. So. Und daneben bist du als Buddhist und Heiler tätig? Ja, ich mache Leute, ich bin früher Ausbildung in Indien gemacht. Ich habe meine Heilerlehrer, ich habe Arzt gehofft, früher studiert, ein bisschen Arzt. Perfekt nicht, aber ich ahne Medizin, tibetische Grundmedizin, Leute Puls gucken, ein bisschen Krankheit. Und ich habe hier Leute viele Menge heilen. Und die Leute, psychische Probleme oder Leute, schwere Geist, krank oder so, was ich helfen kann. Und dann hattest du auch ein Zentrum, nicht? Ja, ich habe früher Tara-Zentrum und jetzt keine Zeit, paar Jahre, ich habe aufgegeben. Aber Tara-Zentrum, ganz viele Menge Leute gekommen. Und Leute sind Drogenleute oder sowas helfen oder Pangas und sowas mal gemacht. Und Zeremonien auch? Zeremonie gemacht und so hier und Ungarn, Europa, Österreich und so, über alle ganze Deutschland so gemacht. Kommen wir jetzt zu deinem Leben in Tibet. Das ist die traditionelle Kopfbedeckung im Winter. Ja. Und
So sieht die frisch gewaschene Alltagskleidung aus, die ja. du anhast. Ja, ja. Das ist ähnlich. Es ist der Tibet ein bisschen dreckig. Wo bist du geboren? Ich geboren, unsere Hauptstadtname ist Bauerhauptstadtname ist Meldo Kungar. Und ich geboren Meldo Ham oder Meldo Ridok, da geboren. Ich geboren, Platz ist Reb, ist eine Ort, so ungefähr 6000 Meter hoch, da geboren. Als wie vieltes Kind? Meine Mama ist 12 Kinder geboren. Und er lebt, und ich habe 4 Schwestern, 2 Brüder und ich. Die wohnen alle noch dort, wo du geboren bist? Die wohnen immer gleich in unserer Platz. Was erinnerst du von deiner Mutter? Lange nicht gesehen. Meine Mutter ist Ende 50 tot. Aber ich bin in Indien Asyl gegangen. Danach ich höre meine Mama tot. Aber ich weiß, meine Mama ist dann Sängerin. Sie mag eine Hochzeit oder so eine Party. Bei Festen oder so, ja? Ja, so. Sie mag singen. Und auch bei der Arbeit? Sie arbeitete immer Milch holen und da sind sie halt immer singen. Ich weiß, manchmal beten sie erst Jagdmilch holen, meine Bemühung oder manchmal so, so mal Pamotara Manta oder so beten. Ich weiß, so. Meine Mama ist ähnlich, ist ein sehr, sehr gutes Herz und sehr, sehr gutes Menschen. Dieses Land alle meine Mama mag. Meine Mama ist so weltvoll Frau gewesen. Hat sich für alle interessiert? Ja, alle hatten Geld vor. Arme Leute keine Kleidung und kalt sehen ihre Jacke ausziehen, sie anziehen oder sie nachlaufen, egal. Kleidung, Jenken, alles Jenken so. Wer war der Chef in der Familie? Meine Familie, ich habe es in meiner Opa früher. Meine Opa ist eine Professor und er ist eine tibetische Ethologie und er ist ein richtig großer Wissenschaftler. Und er ist machte unsere Familie Chef. Chef, so groß. Und dein Vater? Mein Vater ist so, solche Sachen interessant nicht mehr. Er ist interessant, seine Jagd. Und er ist ein selber ein ähnliches Ohrmännchen. So. Ohrmännchen oder Jedi aussehen. Aber er ist nicht so dumm, aber er ist gar nichts. Interessant, die Welt ist interessant nicht mehr. Mein Papa, manchmal, ich gehe in ihre Ergebnisse sitzen, guckt. Aber viele reden auch nicht. Er ist in seine Jagd, Medizin gut machen, seine Jagd krank pflegen. Und er ist perfekt und Tierarzt. Und er lebt Jagd zusammen immer. Jagdwolle machen und so. Ja. Wie war denn deine Beziehung zu deinen Eltern? Beziehung ist okay, aber ich immer meine Opa wachsen. Meine Opa ist dann ähnlich meinem Vater und meine Mutter ähnlich. Ich habe meine Opa geschlafen. Manchmal ich habe versucht, meine Opa mich versucht, kam da oder meine Opa lag so. Und ich bin 6 Jahre alt, meine Opa immer. Warum meine Mama viele Kinder? Mir kann es halt. Sie hatte Jagd und sie kann viele Jagd so. Hast du deinen Vater bei deinem Tibet-Besuch wiedergesehen? Nee, nicht gesehen. Warum? Anbuchung an Tag geben. Aber die Berlin-Senat hat mir 10 Jahre dauert nie gegeben. Wo 8 Jahre oder so Anbuchung. Danach ich gegangen zu spät. Mein Papa ist ein Jahr zu spät. Mein Vater ist tot. War ein bisschen durch. Ich bin ein bisschen traurig. Er hat gesagt, seine Wunsch, du 3 Jahre, 4 Jahre kam. Aber deine Brüder? Hast du wieder gesehen? Meine Gott sei Dank, meine 2 Brüder gesehen und 4 Schwestern. Erstmal, ich bin Tibet gekommen. Das ist 1 Stunde Wein, alle. Mia Pers, Namla, Ochrene, alle Wein. Okay, meine Familie einmal gesehen, ich freue mich.
hast du uns jammerlich? Na, an der Gurke. Das ist ein Tier, Herr Siegtosch. Da Da luz, Tom, já do luz. Tchau, assim. Que é isso, sua mulher? Eu vou te dar longo, eu vou te dar. Eu die wird besser kalt und manche so anziehen, so die Ohr so schützen, ja. Und dann man besser normal und so anziehen. Weißt du, wie es deiner Familie jetzt geht? Die werde jetzt im Moment ist der eine Pängnis, große Landpängnis. Darf ich nicht jetzt europäischen Journalist, die werden darf es nicht und europäische Touristen darf es nicht alle, die wird zu. Und ich bin früher meine Angola sah Hauptstadt geworden, manchmal telefonieren, wie geht's und fragen. Jetzt habe ich auch Angst. Meine Angola sagte, jetzt telefonieren nicht. Ich war keine Ahnung, ich denke, Hauptsache, vielleicht gut oder was nicht. Bitte den Zücher. Wer hat die Kette? Wie war deine Kindheit? Ja, meine Kinder hatten es sehr schön. Ich war mit meinem Bruder zusammengelaufen, meinem Freund Tachi zusammengelaufen. Und wir sind Steiner spielen. Und ich bin sowieso hier Europa gleich Plastik sagen oder viele Kommunisten sagen nicht. Uns hatten auch Steiner spielen und unsere Schwitzhochse Tiere. Jagdbibi zusammenlaufen und Schabbibi, Ziegerbibi und Hunde. Ja, sowas spielen, ganz ruhig Himalaya umgewachsen. Kann ich das. Hast du auch gelernt, mit Jags umzugehen? Ja, ich bin Jag perfekt. Ich gute Kanz. Und in welchem Alter fangen die Kinder an zu helfen? Oh, 6 Jahre, 7 Jahre anfangen. Manchmal ist es 4, 5 Jahre, bisschen los. Tiere zusammen, bisschen laufen, ja. Ja. Und das machen die Kinder so von sich aus, oder? Ja, selber machen. Die sind da Kinder studieren, brauchen nicht alle Pflanzen, welche essen, welche in die Jagd geht, das ist alles perfekt. Brauchen nicht Uni gehen. Ich bin nicht so gut.
Was ist das jetzt für ein Hut? Das ist Tibet, unser Sommer regnet. Und dann anziehen, das Regen halten, Wasser halten. Und hier kann Wasser kriegen, hier auch kriegen. Bist du zur Schule gegangen? Schüler, oh, darf's nicht. Die Schüler gehen darf nicht per Boot. Aber meine Opa hatte eine alte Profession, Mönch. Erst Pengnis, danach später raus. Und er hat gewohnt, er sah Zelt unser Neben. Meine Opa hatte mir nachts 2 Uhr, immer nachts. Warum nachts? Tags, ich bin per Boden, die ein bisschen Ärger kriegt. Ich bin nachdem gegangen und Arbeit wird gelernt. Und er hat mir chinesische Teepacken abgerissen, so hier. Und dann verbrannte Kohle, machte tibetische Arbeit. Schrauben, ich lerne jeden Abend da. Meine Opa hat Stänge gemacht. Diese Lehrer auch ein bisschen hart, mir manchmal schlagen. Aber ich habe gut gelernt, heimlich. Meine Opa sagt, du musst lernen. Du bist als die 6. Reinkarnation eines Lamas erkannt. Wie ist das entdeckt worden? Ja, ich denke, ich persönlich, ich weiß nicht. Ich selber auch. Ich bin Lama oder ich Reinkarnation, bitte nicht. Merkst du gar nichts davon? Weiß nicht, aber vielleicht doch. Manchmal nicht. Woran merkst du es denn? Meine Energie oder meine Leben ist andere Menschen, ich bin ein bisschen anderes. Das sehe ich selber manchmal fühlen. Aber trotzdem, meine Mama hat weiß, ich bin etwas kompliziert geboren. Und dann so, manche weiß nicht, Fantasie, meine Mama und so, was ist, weiß nicht, Regenbogen oder so, Licht gekommen und komisch. Und dann Mund zu und sagen, darf es nicht, warum? Diese Zeit, er ist ein Lama geboren, sagt, support ab. Chinesische Regierung oder Ärgerkrieg. Der per Boden. Ich bin geboren, Kloster alle gibt es nicht mehr, Religion gibt es nicht, alles per Boden. Mauer hatte alles kaputt, Kultur kaputt, alles. Und der japanischen Lama hat dann aber deine Reinkarnation auch bestätigt? Ja, er hatte lange chinesische Gefängnis und danach er hat rausgekommen. Danach er hat chinesische Innenminister oder ein Minister geboren, er. Und er hat unser Land gekommen. Und dann diese Zeit, ich bin Mönch. Ich bin schon einmal gesehen. Und er sagte, ich bin Reinkarnation Lama. Und er hat eine Schale gegeben und eine Bavia gegeben. Ich habe gedacht, interessant nicht. Ich denke, ich bin kein Lama, so was nicht. So. Also ich fühle nicht. Egal sowas. Nie gekümmert. Aber dann später und Tibet und viele große Lama und der Mokonsa-Chöche ist der große Lama, die auch. Mir sagt er, der Typ Lama und so. Mehrere Professoren, mehrere immer sagt der Lama. Weiß nicht. Vielleicht die sehen ein bisschen nicht anders. Weiß nicht. Mit 13, 14 kamst du dann in die chinesische Armee? Ja, ich bin 13 Jahre alt gegangen. Und war das Pflicht? Ja, alle muss gehen, tibetische Junge, alle muss. War das hart?
richtig hart. Aber Armee, es macht Spaß. Ich bin diese Zeit, macht Spaß. Warum? Tibet ist arm, normale Leute. Aber Armee ist bessere Kleidung, bessere Essen, bessere Leben krieg. Vielleicht 3,5 Jahre Armee und danach ich bin zu Hause. Ich bin sagt, ich bin krank, zu Hause. Danach ich habe seit chinesisch bisschen, ich bin die Land Minister geboren. Minister oder so, junge Minister, ein bisschen ich spreche in Politik, so ein paar Jahre. Und danach ich habe angefangen, umgedreht Politik. Ich habe China Menschenrecht und so, bla bla. Ich habe ein Buch geschrieben, ein bisschen anderes Bild. Danach China hat mich rausgemacht. Wie sauer mir. Wie, du hast ein Buch geschrieben? Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Und was steht da drin? Da steht, ich habe Menschenrecht und das stimmt nicht. China hat nicht so recht. China-Politiker muss zu Ende. Ich habe geschrieben, ein bisschen unsere alte Kultur kaputt. Das geht nicht. Und Mao hat gesagt, Tibet, Bildung helfen. Stimmt nicht. Ich weiß auch, Bildung kaputt machen. Bildung helfen nicht, Bildung kaputt machen. Ich habe sowas geschrieben. Alle meine Buku ist vorher gemacht. Und die sind sauer. Ich bin nicht mehr Regierung. Und da warst du schon Mönch, als du das geschrieben hast? Nee, ich bin kein Mönch. Das ist halt kein Mönch. Tibet keine Religion. Mhm. Buddhist. Aber ab wann war das erst möglich, dass man wieder... Mao-Tod. So. Mao-Tod, danach ein paar Jahre. Und ich fühle Mönch, meine Kloster. Vielleicht automatisch, ich bin die Kloster gegangen. Da war ich später, ich bin diese Kloster-Lama. Ich habe da gegangen und die Kloster auch bauen arbeitet da. China früher alle kaputt. Ich habe Mauer bauen, Arbeit und Kloster bauen, so gemacht. Langsam. Und nebenbei gab es dann aber auch den Unterricht? Ja, gibt es Unterricht. Ein altes Tibetio-Lehrer, Mönchlehrer. Und was wurde alles gelehrt? Lernen Philosophie und normale buddhistische Religion und Unterricht der Arzt und Naturkunst, alles. Unterricht geben. Und Astrologie tanzen. Auch, nicht? Ja? Astrologie auch? Astrologie auch. Und tanzen, Cham-Tanzen. Tibetisch, geistlich, Schamanist. Und Tibetisch, so viele geistliche Tanzen, so Schamanist-Tanzen, so gelernt. Alles. Kultur und sowas. Lernen. Waren die Lehrer streng? Lehrer sehr streng. Mönchlehrer ist sehr streng. Jeden Tag schlagen, ja. Wirklich? Ja. Aber Lehrer sich schlagen tut mir nicht. Er ist alt. Er ist so ungefähr 80 oder Jahre alt und tut wenig. Muss Respekt sein. Mönche Lehrer und muss Respekt sein.
Yanda, the Medicine, Wie kam es, dass du zusammen mit anderen Mönchen demonstriert hast? Unser will unser Land frei haben und Religion frei haben. Demonstration. Und dann bist du gleich bei der ersten Demonstration verhaftet worden? Nee, zwar das dritte Mal ich Gefängnis genommen. Hm. Wie war das im Gefängnis? Gefängnis ist richtig schlimmer und viele Schläge. Jeden Tag mittags eine Fahrgestell. Und da sagen, du bist Dalai Lama-Kontakt und du bist Amerika-Kontakt. Hast du Europa-Kontakt? Hast du schöne Kontakt? Hast du uns weiß? Und du sagen, ich muss hier Pistole hier machen und du morgen tot. Wie hast du das ausgehalten? Wie? Ja, die Schmerzen. Ja, Schmerzen. Ich manchmal denke, das ist meine Karma. Ich habe früher Fleisch schlecht gemacht und manchmal denke, das ist normal. Ich bin wie viel Fleisch essen, Tiere auch und Messer mit Tod, tut weh. Aber ich bin auch so geleicht, das ist meine Karma ein bisschen. So denke, Schmerz auch ein bisschen besser. Morgen früh Jagd laufen, Abend Jagd essen. Das ja, aber das verstehe ich nicht. Die Tibeter müssen sich doch auch von den Yaks ernähren. Wie kann es dann sein, dass wenn man ein Yak schlachtet, um sich davon zu ernähren, dass das negatives Karma erzeugt? Ja, aber man muss essen. Das sind die mehr, die keine Gemüse wachsen nicht mehr. Und ihre Leben so. Ja eben, aber warum ist das dann schlechtes Karma? Ich bin meine Fühlen so. So ist trotzdem so. Bisschen besser, Schmerz. Aber trotzdem, ich bin mir hier, hatte Puste gedreht und durch und ich bin passt an zwei Wochen, meine Ohren sind alle blüht. Ich bin raus, fängt das noch so laufen. Dann habe ich eine Niederbergung gemacht und ich habe viel gepustet. Ich denke, ich bin ein bisschen gerade gekommen. Und wie bist du dann freigekommen? Ich bin frei, und Panchen Lama hat Mönch, hat früher Pengnes Mönch. Panchen Lama hat ein bisschen rausgemacht. Er hat die chinesische Regierung gebeten und er hat rausgeholt in Pengnes. Und einzige, zweite ist UNO, hat die Politiker Pengnes so rausgenommen. Mhm. Und wie ging es dann weiter, nachdem du frei warst? Jemand hat gesagt, ich kenne ein bisschen chinesische Regierung, er hat gesagt, ich muss weggehen, du wiederfangen. Und dann ich habe ich abgeflogen, Indien. Und wie bist du geflohen? Ich bin Lhasa, Hauptstadt Lhasa, Nacht 2 Uhr, ungefähr 2 Uhr 1, ein Lastwagen geht neben das Nepali Grenze. Thank you.
Und ich habe gesagt, ich habe du mich nehmen, ich bin Münd Kalacha, die rumlaufen gehen. Und ich habe Armkleidung an, sind ganz arm. Und ich habe ihm 100 Euro, 100 Yen gegeben, 100 Yen, und er hat mich genommen. Und dann er hat genommen bis bis in Grenze näher. Und danach ich habe gelaufen. Nackt laufen, tags bestärkt, nachts laufen. Und wie lange hat das gedauert? Ungefähr 2 Monate. Du bist dann zu Fuß über die Berge? Fuß, ja. Und richtig schwer, aber ich bin diese Berge runterlaufen und dann ist es gegangen. Hattest du also dicke Kleidung wenigstens? Ja, ich habe dicke Kleidung und Armkleidung, die ganz sind. Und eine so Sack genommen und essen. Sambas, die würde ich Sambas. Und eine kleine Topf und kaputt so Topf und manchmal Feuer und Tee kommen. Kannst. Und anpacken Sternerholz, Holz und eine Taschenlampe, ein paar Batterie und viele Medizin mitgenommen. Aber ich war Gott sei Dank nicht krank. Und danach? Danach, ich bin Kumbu und danach eine tibetische eine Kloster kam, ein tibetischer Mann. Der tibetische Mann hatte mich Monte Everest unter, er hatte früher Asyl gegangen. Er hatte lebt da in Valensanta. Und er hat da, ich bin eine Woche gelebt und er hat mir geholfen viel und ich habe da Anweihung gemacht. Und er sagte, ein tibetischer Lama, Tibet gekommen. Er musste diese Landleute alle, sagt diese Landleute alle, gekommen. Und ich habe Zeremonie gemacht. Und ja, ich bin viel Geld gekommen und geholfen. Danach war da ich in die Hauptstadt gegangen. Das ist die Hauptstadt Garamento, ne? Da gegangen. Und in die Hauptstadt, da ich genommen und die wird ich Dalai Lama Botschaft und mich abgeholt. Und da 2 Tage und dann Indien gegen Dharamsala. Dann ich danach Dharamsala an ein Asylhaus da geschlafen und dann habe ich morgens an 2 Mönche gekommen und du bist heute jetzt Holiness Dalai Lama Orient. Du musst eine saubere Kleidung anziehen, die war der Morgen und du musst röchen, pussen und du kam. Und ich bin saubere Kleidung gibt es nicht, aber man als alter Mönch, ein Park da Mönch, er hatte seine alte Kleidung geschenkt, Mönch, ich habe der Anzen, ein bisschen röchen, aber trotzdem. Und dann gegangen. Und dann Dalai Lama Äste sehen, ich habe gedacht, er hatte geparkt, was los, ich habe gar nichts, eine Bude kann nicht, ich bin Bahn immer. Ich gehe gerne sagen, aber ich bin immer Bahn. Dann nächste 2. Tage wieder gegangen und dann ich habe die wird was los, ich habe da ein bisschen gezählt und dann er hat gesagt, du gehen Delhi, New Delhi, Hauptstadt, da muss europäische alle Botschaften, du musst sprechen. Dann ich bin in Delhi 2 Tage übersetzt, dann haben sie alle Regierung mir Dolmetscher und dann ich da gegangen.
Ich habe alle Botschaft bekommen, deutsche Botschaft, amerikanische Botschaft, alle. Ich habe gesprochen, China, so. Journalist gesprochen, alles gesprochen. Und danach, ich bin Dharamsal zurück und Dalai Lama sagt, na, du musst hier allein ein bisschen Politik und sowas. Und ich war so, nee, ich habe Politiker nicht. Ich bin Mensch, ich gehe in Südindien, Kloster Kenden gehen. Ich da labe nicht. Und dann Dalai Lama hat mir Mönchkleidung neu gegeben. Und dann du jeden Monat für 300 indische Rubi wegjagen und du musst da Studium machen. Und dann ist es auch in die Angegangen. Mhm. Warst du glücklich als Student im Kloster Ganden? Sehr glücklich. Ganz viele Mönche. Das macht Spaß. Und ich habe sehr gute Lehrer. Und eine große Lama, Sherpa Chöche, ist nach der Dalai Lama und so große Lama. Das ist meine Lehrer und mehrere Lehrer, und jeden Klasse Lehrer. Und sehr gut. Und das, ich bin 3 Jahre studiert. Und danach, ich habe große Prüfung, 2 Mal. Und dann ein bisschen Temperatur, ich bin krank. Warum Indien so heiß? Jeden Tag muss Dal und Linsensuppe mit Reis essen, jeden Tag. Und heil. Danach, ich bin Tibet sehr krank. Und dann, ich bin Südindien 1 Monat Krankenhaus. Und dann Dharamsala gegangen. Dharamsala. Tibetische Krankenhaus 1 Monat. Und dann ich bin ein bisschen gesund gekommen. Und dann ich gerne wieder Südindien zurückgehen. Aber dann Dalai Lama Regierung sagt, du musst da leben und du Dalai Lama Kloster da leben. Und dann mich überlegen, erstmal sagte ich aber ja. Später ich überlegen, Dalai Lama Kloster, der Mensch ist sehr sauber, sehr schön, hübsch. Alles sauber. Ich bin Tibet gekommen. Ich bin ein anderer Typ. Da passt nicht. Dann ich aber sagte, ja, ich bin da passt nicht. Entschuldigung, ich lade mich da. Ein bisschen sauer. Warum du erstmal ja sagen, jetzt so, nein sagen. Holiness so sagen, darfst nicht. Entschuldigung, ich nicht. Dann ich habe in Dalai Lama gefahren. Ich bin dann um Bergen mit der Technik praktizieren. Und dann ich bin Gott hier mit da. Und Dalai Lama Anweihung geholt. Und dann ich bin 3 Jahre Dharamsala Bergen rekrutiert. Also als Einsiedlermönch. Ja. Mhm. Sehr schön. Und ich bin praktizieren. Und Dalai Lama Monat, ich denke, 300 Rubis krieg, ja. Und auch so ich die Meditation gemacht. Und dort als Einsiedlermönch hattest du auch öfter Besuch von ja. Europäern. Ja. Und denen hast du dann buddhistische Belehrungen gegeben. Ja, ja. Und da kam dann auch die Sandra irgendwann. Ja, Sandra kam und wir kennenlernen. Und danach sie Obda Mia kam, wir sind eine langsam Freundin geworden. Und sie hatte zurück Europa gegangen und wieder gekommen. Dann wir sind. Ich habe mein Mönchleben Dalai Lama zurückgegeben und danach wir sind verheiratet. Ja, also das ist ja eine wichtige Sache. Du hast deine Mönchsgelübde, naja, nicht gebrochen, aber du hast dann die zurückgegeben. Ja, zurückgegeben. Und war es dir also wichtiger, auch mit Frauen zusammen ja, sein ja, zu können? Ja, ich will und ich will andere Welt sehen. Nicht mehr immer Mönche und langweilig. Vielleicht, ja, man muss praktizieren, sehr gut, aber ich habe andere Bilder sehen gerne. Ganz schöne Wesen, ich bin Europa-Wesen. Dalai Lama sagt, du bist in Europa gehen. Ich habe erzählt, Dalai Lama, ich gehe in Deutschland, Europa. Und du war da, du bist Lama, tibetische Lama. Du Dharma war da, gebe Menschen weiter helfen. Mein Lehrer auch sagt alle. Und du musst weiter machen. Das, ich bin hier, sehr gut gewesen. Also bist du immer noch zufrieden, kein Mönch mehr zu sein? Ja, vielleicht, ich finde es auch schwer, wieder Mönch zu wurden. Dalai Lama sagt, du bist
90 Jahre, 80 Jahre Beta-Mönch wurde. Kann sein. Und wie finden das andere Mönche, dass du jetzt das zurückgegeben hast? Ja, andere Mönche, so. Manche Mönche, schlechte Mönche auch viele, gute Mönche auch viele. Ja, manche Lama Betrüger und alles Scheiße machen. Abend Frau schlafen, tags Kloster sitzen, gibt's viele. Oh, Unterschied, ja, manche bessere Mönche auch gibt's. Da Dharamsala und Europa laufen und Staat laufen, diese Mönche, passt nicht. Bald will ich gleich Europa rumlaufen und die da macht, ne? Ja. Bist aber nicht mehr mit der Sandra zusammen. Nee, aber wir sind zusammen nicht. Aber wir sind sehr gut zusammen, Freunde. Wir immer uns sprechen, man, gemeinsam unsere Tochter gucken und normal uns Schwester und Bruder gelassen, sowas. Mhm. Und darf man fragen, warum ihr nicht mehr zusammen seid? Ja, wir sind ein bisschen kompliziert. Ich bin auch ein bisschen kompliziert, sie auch. Aber wir sind die, ja, sowas. Mhm. Und jetzt lebst du aber doch nicht allein, sondern? Ja, ich habe meine Tochter und noch eine Tochter. Lara, wie bist du in Geleks Familie gekommen? Naja, also viel hatte damit zu tun, dass meine Mutter nicht viel zu Hause ist. Und dann habe ich Tara kennengelernt und wir haben uns ziemlich schnell sehr gut verstanden. Und ja. Dann war ich immer öfter hier und irgendwann haben wir das dann offiziell mit unseren Eltern geklärt. Und es läuft gut, seit 7 Monaten. Gestern, Edgar. Hast du gehört, ne? Ah ja, er ist gut. Thorsten mitgenommen, warum? Edgar hat die Packung runtergegangen. Hast du dadurch jetzt auch eine Beziehung zum Buddhismus? Ja, schon. Ich habe ihn durch meinen Vater kennengelernt und jetzt durch Tara und Gerlek erfahre ich immer mehr darüber. Und das inspiriert mich sehr. Möchtest du, wenn du alt bist, nach Tibet zurückgehen? Ja, warte, ich bin zwar der Heimat wohnen jetzt. Ich bin alt wohnen, manchmal Tibet, Sommer Tibet, Winter Deutschland, so. Ich bin glücklich leben, so denke ich. Wie wäre das für dich, wenn Gerlek wieder Mönch würde? Ja, ich find's schön. Also so, ich habe ja nichts dagegen. Warum sollte ich was dagegen haben? So, er wünscht sich ja wieder zurückzukommen irgendwohin, wo viel Natur ist. Und ich verstehe das auch. Ich meine, er ist ja nicht in der Stadt geboren worden. Und ich finde es eigentlich ganz schön, ihn so als Vater zu haben, weil ich auch sozusagen mit der Religion aufgewachsen bin. Und viel mitbekommen habe, ohne es lernen zu müssen, sondern einfach so halt so als Kind schon. Und dann verinnerlicht man die Sachen irgendwie so ganz anders. Und das finde ich ganz schön. Erinnerst du dich denn noch an deine Reisen nach Tibet als kleines Kind? Nein, da erinnere ich mich auch fast gar nichts mehr. Also wenn man mir jetzt Fotos zeigt, vielleicht so ein bisschen, aber ich weiß wirklich nicht mehr viel davon. Ich meine, ich war 3 Jahre alt. Aber du sprichst jetzt fließend Tibetisch und Deutsch? Ja, also meine Mutter spricht ja Deutsch und ich bin deutsch-tibetisch aufgewachsen, insofern spreche ich auch beide Sprachen.
Und fühlst du dich jetzt mehr als Tibeterin oder mehr als Deutsche? Das wird mir ziemlich oft gestellt, die Frage so. Und ehrlich gesagt kann man das eigentlich so überhaupt nicht sagen, weil da ich in Deutschland aufgewachsen bin und meine Freunde hier habe, viel Deutsch rede, viel mehr Deutsch und eigentlich auch so halt wenig mit Tibet zu tun habe. Nicht erst, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich einfach nicht konnte, würde ich sagen, ich fühle mich eher Deutsch im Moment. Und gehst auch zur Schule? Ja. Ja. Mhm. Mit welchem Ziel? Ich möchte ein Abi schaffen von mindestens 2,0 und vielleicht später Theaterwissenschaften studieren, ich weiß es noch nicht. Praktizierst du denn jetzt irgendwie den Buddhismus? Ja, also ich meine, ich bin 17 Jahre alt, insofern ist das halt so eine Sache mit Praktizieren richtig, weil man muss da, also so gewisse Dinge, gewisse Regeln, die bricht man halt in meinem Alter einfach und ist auch wichtig, um Erfahrungen zu sammeln und um dann überhaupt wirklich praktizieren zu können, denke ich. Und insofern bete ich ab und zu, klar, aber man kann es nicht wirklich als Praktizieren bezeichnen, so. Hast du deutsche Freunde? Ganz viel. Freundinnen und Freunde, ganz viel. Erzählen kann ich. Ganz viel. Triffst du dich in Berlin auch mit Tibetern? Ja, ja, ich manchmal unsere Anfang im Monat alle Tibet-Treffen so. Da sind so richtig regelmäßige Treffen? Manchmal ich kann Zeit, manchmal ich kann Bock. Mancher Tibeter ist der so ein bisschen mehr nahrlich, so eiweißig, oh, das ist komisch, was? Ich bin ein bisschen ein interessanter Mensch gewesen und ja, die wissen, täusch mir. Egal, ha, du bist die Straße, sitzt die Dalai Lama, so, das nicht. Ja, unsere Kultur, so, gibt es nicht, so, arm, so, die Bildmeister, so, sitzen und so, bei arm, ich sage, ich ist ein anderes Sehen, du, euer anderes Sehen. Ich Lama mit dem Goldstuhl und große Palast wohnen oder Bildmeister. Große Palast wohnen an den Menschen Geld ziehen, ja. Leute hat Arbeit, Geld und diese doofen Menschen, die Lama geben. Lama hat machen ihre Palast bauen und besonderes Leben. Das ist auch nicht so Ordnung. Ich bin ein Panga-Lama. Ich bin das ein bisschen Panga-mäßig, tibetische Lama, schwierig. Deshalb manche tibetische Leute, tibetische Dharamsala Regierung, mehr mag nicht. Und mir egal. Ich bin leben ehrliche Menschen. Ich bin ehrlich Menschen. Bist du glücklich mit deinem Leben? Das ist ein Lebensgeist. Ich persönlich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin nicht so reich, ich bin nicht so arm. Ich bin normal leben und ich bin glücklich. Was soll das? Ich bin traurig, will. Kein Grund. Zwar bist du kein Mönch mehr, ja, aber buddhistischer Lama. Wie sieht denn deine tägliche Praxis aus? Ja, meine Praxis ist, ich bin jeden Tag in Mitgefühl denke, in Ruhe, in meine, wohin mein Feind, Galaxy-Feind. Mein Feind ist mein Neidig, mein Hassen, mein Gericht, mein Eifersüchtig. Die muss ich bin langsam alle Berge nach. Das ich bin jeden Tag Praxis. Aber ein bisschen schwierig, diese Praxis. Das ist unsere buddhistische Praxis. Gegeneinander, da ist mein Pant, da ist mein Pant. Gibt es nicht. Pant ist ein buddhistischer Philosophie, ist Pant ist innen. Innen. Was? Innen. Und mein Neidig, mein Hassen, meine Gierig, meine Eifersüchtig. Das sind unsere alle Krankheiten. Mitgefühl. Ich glücklich, andere Menschen auch glücklich. Ich gut gehen, andere Menschen auch gut gehen. Nicht mehr ich glücklich, andere ich als. Das geht nicht. Meine Praxis Nummer 1. Nummer 2, ich andere Menschen helfe. Welche Menschen schwere Krankheit, welche Menschen brauchen mich gerne und helfe. Das so. Und beten gar nicht? Beten auch. Ich jeden Tag beten. Beten ist jeden Tag. Ich werde
Aber beten sie auch richtig und passt richtig. Was würdest du uns Menschen heute raten? Ja, ich sage, jetzt ist das Problem, ist Europa ist immer Kapital. Einzig Kapital kann Zeit. Und Kinder kann Zeit, Kinder zusammenleben kann Zeit. Und ich stehe es. Und nur Kohle. Und dann, Pömmeling lebte Kinderzimmer, an große Pensen. Und Tiere, so Theater, Tiere, Menschen sprechen, so Comics und so gucken. Kinder ganzen Tag so irgendwas gucken, ganzen Tag. Und manche schlimme bisschen Kriegfilm gucken. Und Kinder Kopf kaputt. Mama, Papa sitzt da an der großen Sauber. Und da große Aschenbecher, paar Bierdose. Und raucht alle ihre Schlafzimmer, alle Zigaretten raucht. Und guckt den Fernsehen. Und reden und Politiker gucken, ja, scheiße, das sind so Menschen, scheiße. Und Kinder, sind alles kaputt. Menschen Seele kaputt, Menschen Umgebung, alles kaputt. Das sind so furchtbar. Mein Wunsch ist, das sind alle Alkohol weniger und Zigaretten weniger. Drogen natürlich, natürlich. Und Kinder immer pensen. Und dann diese Leute, Büro, immer den ganzen Tag Computer guckt. Zu Hause kam und Fernsehen guckt. Und Nachbar, solche Nachbar, kenne ich die. Kein Kontakt. Und so furchtbar. Muss, und manchmal Nachbar, ein bisschen lauter oder so. Ah, ich habe Polizei. Manchmal Nachbar, Tür kaputt machen. Ich habe hören und schlagen manchmal. Oh, so. Das sind eine furchtbar. Ehrlich, ich sage mal, erstmal Familienfrieden. Familienfrieden ist richtig. Frau und Mann zusammen passen nicht, aber trotzdem geht aber Frieden. Kinder zusammen, gemeinsam Kinder gute Erziehung machen. Ja, zusammen. Frau und Mann, dem Alkoholiker und furchtbar, Kinder genauso kommen nach. Baba, Mama ist ein Vorbild. Ja, dann musst du Kinder muss zusammen ziehen und gute Erziehung, Familienfrieden. Und danach Nachbarn gegen Nachbarn Frieden zusammen. Guten Tag sagen, guten Morgen sagen, ein bisschen Nachbarnproblem helfen zusammen, gute Leben. Ja, und dann Nachbarnfrieden, danach sprechen. Ansprechen ist Stadtfrieden. Und Stadtfrieden und Landfrieden. Landfrieden und dann Weltfrieden. So muss. Und wenn du in der Wilmersdorfer Straße sitzt und betest, was sind das für Gebete? Ich werde Welt beten und dann ich im Buddha-Mantra diese Menschen gesund kommen und stehst weg. Und unsere Welt ist da jetzt eine Ordnung kam. So was beten und diese Leute
Und bis in den Bilmaisdorf stehst und die hat ihre Anguckteiche mich sehen, die Leute wissen eine Pause. Ich denke, anderes Dinge. Ich will diese Menschen helfen, diese Menschen mir reden, ihre Probleme zählt Platz. Ich bin tibetischer Rinderlicher Lama, ich bin Buddhist Lama. Ich bin die Menschen helfen, geboren wieder in diese Welt. Ich bin jetzt 17 Jahre sitz. Da ist, ich habe meine Kunde, da ist, ich bin gewinnt, da passt mein Kloster da. Meine Kloster. Yeah.